So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, aber nicht das, was hinter mir steht, das wollen wir euch nämlich auch mal zeigen. Hier steht nämlich schon Currywurst, anders als du denkst, mit Smoky Chili glaube ich, reicht einfach nur. Hier haben wir ein paar Spiegeleier in die Pfanne gehauen, die Mama ist nämlich da und die hat Bockwürste mitgebracht und wir wollen dann noch Bockwurst essen irgendwie. Hat sie gesagt, wenn wir die Bockwürste, die ich mitgebracht habe, essen, dann können wir auch wieder neue kaufen. Also müsst ihr natürlich erstmal die alten Bockwürste verbrauchen, bevor ihr neue kaufen könnt. Adi geiert schon wieder auf dem Schrank rum und ich will noch was snacken nebenbei. Und dafür habe ich mir hier diese zwei Kanister besorgt. Das sind nämlich Brotsnacks, ja. Von Delber Backbetrieb. Delber Backbetrieb hat hier Bio-Brotsnacks rausgehauen in der Geschmacksrichtung Chili und als Bio-Brotsnack Rosmarin. Das fliegt jetzt alles da drin rum, sieht vielleicht nicht so appetitlich aus, aber das ist bestimmt heftig gesund. Becher aus 100% Recycling-Kunststoff, das ist also auch wichtig. Roggenvollkornbrotchips mit Amaranth und Rosmarin. 75% Roggenvollkornschrot, Sonnenblumenkerne, Amaranth, 4,5%, Weizenmehl, Wasser, naives Olivenöl, extra Meersalz, Rosmarin, Knoblauchpulver. Bis Oktober 2021 haltbar, das wollen wir jetzt mal probieren. Brotsnack Rosmarin von Delber Backbetrieb. Das müsst ihr dann hier aufziehen. Habt ihr auf jeden Fall einen nichtssagenden Geruch, riecht nach Rosmarin. Nehmt euch hier so eine Scheibe raus von diesem komischen Brotsnack, probiert den einfach mal. Okay. Also ich muss sagen, ich habe selten in meinem Leben was gegessen, was härter ist. Huch. Was härter ist oder fester ist wie der Brotsnack. Aber das sagt der Adi. Adi, ja, nein. Probier mal. Na, jetzt. Mhm. Ihr seht schon, da ist kein Rankommen, ne? Geschmacklich merke ich da leider auch recht wenig. Genuss ist anders, es ist vielleicht gesunder. Aber auch weil ihr halt einfach nicht viel davon esst oder weil da einfach gar kein Geschmack dran ist und sonst auch nichts. Ja, ich fange hier mal auch noch mit. Morgen gehen wir wieder zu. Knüppel hat. Ich würde die Mama gerne probieren lassen, aber ich weiß jetzt schon, dass ich die Zähne ausbeiß. Wir haben aber noch den guten Chili. Nochmal auch mal auf. So. Riecht irgendwie genauso wie der andere. Trotzdem hoffe ich hier etwas mehr Geschmack. Ich habe keine Ahnung, wie Rosmarin normalerweise schmeckt. So toll fand ich es jetzt aber nicht. Ich hoffe, Chili merkt man ein bisschen was, merkt man wenigstens Schärfe. Roggen, Vollkornbrotchips mit Chia-Samen, Salvia Hispanica, Quinoa und Chili-Pulver. Alter. Und dann ab dafür. Auf der Zunge macht sich eine ganz leichte Schärfe breit. Aber es ist wirklich so trocken, so hart und hat so wenig Geschmack.
Jetzt weiß ich auch, wieso die gesunden Sachen nicht schmecken und alles, was schmeckt, ungesund ist. Habe ich übrigens aus dem Netto. Habe ich gedacht, nimmst du mal mit? Delber Backbetrieb. Also wenn ihr das seht, greift ruhig mal zu und sagt mal, ob ihr schon irgendwas Härteres im Leben erlebt habt als den Brotsnack von Delber Backbetrieb. Sieht auf jeden Fall vernünftig aus, so zum Schenken. Ich glaube, das werde ich jetzt so nehmen und werde es dann an Geburtstag an jemanden geben und sagen, bitteschön, mein Lieber, du ernährst dich doch so gern gesund. Vielleicht lasse ich heimlich die Mama auch noch probieren. Mal gucken, was die dazu sagt. Das war es aber von meiner Seite aus. Meine Welt ist es nicht. Keine Ahnung. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.